Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Antrag der Linken, einen Finanz-TÜV einzuführen, zielt darauf ab, dass Finanzprodukte zukünftig nur noch auf den Markt kommen dürfen, wenn sie vorher zugelassen wurden. Der Hintergrund dieser Regelung ist in der Tat ein Ärgernis. In den vergangenen Jahren gab es gerade im Bereich des sogenannten grauen Kapitalmarkts Vorkommnisse und Ereignisse, die uns als Gesetzgeber nicht zufriedenstellen können. Schiffsfonds mit hohen Verlusten, Schrottimmobilien, die viele Kleinanleger in die Pleite getrieben haben, Abschlüsse von Verträgen, bei denen lediglich das Provisionsinteresse im Vordergrund stand und nicht das Interesse des Anlegers, und ja auch betrügerische Fonds, die im Augenblick strafrechtlich aufgearbeitet werden. Aber so ärgerlich diese Vorkommnisse auch waren, so ist es genauso ärgerlich, dass Sie in Ihrem Antrag nicht deutlich machen, dass die Gesetzgebung und die Große Koalition auf diesen Missstand bereits geantwortet hat. Es sind viele Gesetze erlassen worden, die auf diese Missstände reagiert haben. Das Kleinlegerschutzgesetz mit einer strikteren Prospekthaftung und mehr Befugnissen für die BaFin. Es gibt seit vielen Jahren in Deutschland ein Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz, was gerade die Produkte der Altersvorsorge unter eine ganz besonders strenge Prüfung stellt. Wir haben nächste Woche im Plenum des Deutschen Bundestages das zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz. Und im Bereich des Verbraucherschutzes gibt es seit einigen Jahren die Marktwächter, die ganz deutlich darauf hinweisen, welche Produkte für Verbraucher geeignet sind und welche nicht. Und diese Art der klugen Regulierung zeigt, dass der Gesetzgeber aus diesen Missständen gelernt hat, und er hat gehandelt. Und zu sagen, es wäre nichts passiert, ist allenfalls populistisch, meine Damen und Herren. Ihr Finanz-TÜV trägt aber auch eine ganz entscheidende andere Grundhaltung. Sie sagen explizit, alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Das trägt im Grunde genommen einen ganz anderen Geist, eine andere Haltung zu Fragen der Freiheit und der sozialen Marktwirtschaft. Und ich sage Ihnen ehrlich, Ihre Haltung von Freiheit und Marktwirtschaft ist nicht unsere Haltung. Das ist Staatsdirigismus, und die lehnen wir entschieden ab. Und es wird auch nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren, weil es in der Praxis nicht leistbar ist. Sie schlagen vor, dass eine konkrete Behörde in Paris übrigens von den sprachlichen Schwierigkeiten eine Produktanlage aus Deutschland durch einen französischen, portugiesischen oder finnischen Mitarbeiter in Paris prüfen zu lassen, ganz zu schweigen. Sie beantworten die praktischen Fragen nicht, wie es funktionieren soll, dass sich Mitarbeiter einer europäischen Behörde in jedes Geschäftsmodell einarbeiten soll. Die praktischen Schwierigkeiten dieses Modells haben Sie nicht einmal im Ansatz umrissen. Aber Sie bekommen etwas ganz anderes. Sie bekommen die Schwierigkeit, dass selbst wenn Sie es am Anfang vielleicht rechtlich ausschließen wollen, Sie können die Haftung des Staates tatsächlich nicht ausschließen, wenn der Staat einem Produkt einen Stempel aufdrückt. Weil dann wird jeder Kleinanleger, dessen Risiko sich verwirklicht hat, nicht Regress nehmen beim Emittenten, sondern er wird den Staat in Anspruch nehmen. Und der Staat haftet nicht, meine Damen und Herren, für das Versagen einer Kapitalanlage. Das ist nicht unser Verständnis. Sie müssen auch mal, Sie müssen es ganz plastisch sehen, und ich erkläre es Ihnen einfach. Wenn in einem Restaurant oder in einer Gaststätte jeder für sich selbst bezahlt, ist der Umsatz meistens geringer, als wenn einer die Rechnung schmeißt und jeder so viel nehmen kann, wie er möchte. Und so wird es auch hier im Bereich der Finanzprodukte sein. Wenn es letzten Endes den Staat gibt, der haftet, wenn es den Staat gibt, der haftet, dann wird im Endeffekt, werden die Emittenten ein höheres Risiko eingehen, weil er letzten Endes der Staat dahinter stellt, als wenn der Staat nicht haften würde. Also diese Frage des Risikos haben Sie völlig ausgeblendet. Wir setzen auf das Konzept einer vernünftigen Regulierung. Dort, wo Betrug herrscht,
kommt der Staatsanwalt. Dort, wo Angaben im Prospekt nicht ordnungsgemäß aufgedruckt sind, kann die BaFin das Produkt bereits jetzt aus dem Verkehr ziehen. Wir sagen aber auch ganz ehrlich, dass es in unserer Volkswirtschaft einen Bedarf gibt, Kapitalanlagen auch auszufüllen und Geld einzusammeln. Auch vor dem Hintergrund, dass wir für unsere Volkswirtschaft hier auch Investitionen benötigen. Ich sage Ihnen nur eine Zahl aus dem Bereich der Start-ups. Im Jahr 2015 ist im gesamten Silicon Valley die Summe von 34 Milliarden Dollar an Wagniskapital eingesammelt worden, um Unternehmen, Start-ups, neue Firmen zu finanzieren. Im gleichen Zeitraum sind in ganz Deutschland nur 4 Milliarden Euro eingesammelt worden. Das heißt, allein im Silicon Valley achtmal so viel. Und wir brauchen eine Kultur, dass wir auch in Deutschland Geld einsammeln können für Start-ups, für neue Ideen, für neue Firmen, für junge Gründer. Und diese Idee würden Sie komplett zunichte machen, indem Sie den Staat letztendlich verantwortlich machen für das, was ein junger Unternehmer für eine Geschäftsidee hat. Das ist nicht unsere Vorstellung einer vernünftigen Finanzarchitektur. Und wir lassen am Ende des Tages und dürfen das auch vor dem Hintergrund unserer Vorstellung die Menschen nicht aus der Verantwortung entlassen. Es gilt der Satz, dass jeder nur das Produkt kaufen soll, das er selbst versteht und beurteilen kann. Die Eigenverantwortung des Verbrauchers ist die notwendige Kehrseite des staatlichen Schutzes, den wir leisten. Und nur zusammen notwendige Eigenvorsorge, aber auch klare und strikte Regeln ergeben eine Finanzmarkt- und Kapitalmarktarchitektur, die wirklich vernünftig ist. Deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns weiterarbeiten an klugen und praxistauglichen Regelungen. Regelungen, die einerseits verhindern, dass betrügerische Produkte auf den Markt kommen, aber Regelungen, die uns auch Luft lassen, dass wir Investitionen und Kapital einsammeln, um damit zum Wohlergehen unserer Volkswirtschaft beizutragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Christian Petri, SPD-Fraktion.